Hallo meine Lieben, mein Name ist Wolfgang Borschert, ich bin der Autor der Geschichte dieses Vortrags. Passt mal kurz auf, dann erzähle ich euch was über mich. Ich wurde im Mai 1921 in Hamburg geboren. Mit 15 Jahren schrieb ich schon Gedichte und fing mit 18 eine Buchhändlerlehre an. Das war aber nichts für mich und ich habe sie abgebrochen. Mich zog es viel mehr ans Theater, also nahm ich Schauspielunterricht, während ich erste Gedichte im Hamburger Anzeiger veröffentlichte. Im März 1941 wurde ich sogar an der Landesbühne von Osthannover engagiert. Das war wohl die schönste Zeit meines Lebens. Kurz darauf wurde ich zum Kriegsdienst eingezogen, wo ich mir eine Diphtherie zuzog. Die Idioten klagten mich noch wegen Selbstverstümmelung an, ich wurde aber freigesprochen. Stattdessen kam ich in Untersuchungshaft und wurde wegen diffetistischen Äußerungen zu mehreren Monaten Haft verurteilt. Ich wurde also verurteilt, weil ich nicht an den Sieg der deutschen Truppen glaubte. Einfach nur doof, oder? Dann haben sie mich im November 42 aber doch an der Ostfront gebraucht, zur Bewährung, wie sie es nannten. Ein Jahr später trat ich wegen Gelbsucht und Verdacht auf Fleckfieber aus der Armee aus und arbeitete als Kabarettist. Stillschweigen war für mich aber überhaupt keine Lösung. Ich habe weiterhin gesagt, was ich dachte, und dabei, sagen wir mal so, stieß ich wieder an. Ich habe nämlich Goebbels mal schön verarscht und wurde natürlich, das war 1944, zu 9 Monaten Haft verurteilt. Da sich die deutschen Truppen aber vermehrt verkleinerten, musste ich wieder an die Front. Die Franzosen nahmen uns als Kriegsgefangene, aber mir gelang die Flucht. So konnte ich ans Hamburger Schauspielhaus. Ein Jahr später, nämlich 1946, veröffentlichte ich meine Gedichte, die ich zwischen 1940 und 1945 geschrieben hatte, in meiner Gedichtsammlung Laterne, Nacht und Sterne. Ein schöner Name für eine Sammlung, oder? Ich schrieb Kurzgeschichten, die die Kriegs- und Nachkriegszeit thematisierten. In der Zeit hatte ich schon heftige Schmerzen wegen den Erkrankungen aus dem Krieg und wegen einer Leberschädigung. Kurz darauf war ich dann ans Bett gefesselt, was mir aber ermöglichte, weiter zahlreiche Kurzgeschichten zu schreiben. Schließlich erlag ich der Lebererkrankung mit gerade mal 26 Jahren. Man kann also zusammenfassend sagen, dass ich mehrfach wegen Kritik am Naziregime verhaftet wurde, aber ich schaffte es. Ich schrieb viele Kurzgeschichten, in denen ich meine Erlebnisse mit Leuten, die Ähnliches gesehen hatten, teilen wollte. Ein wenig bekannt wurde ich durch die Radioausstrahlung meines Heimkehrer-Dramas Draußen vor der Tür. Mein größerer Erfolg setzte aber vor allem nach meinem Tod ein. Das waren nun einige Informationen über mich. Danke, dass ihr so astrein zugehört habt. Ich muss nun wieder. Viel Spaß bei der Präsentation und passt weiter so gut auf.